Dürfen wir Sie vielleicht mitnehmen? Nein, danke vielmals. Der Wagen wird verlassen, denn muss jeden Moment kommen. Schade, ich wäre gerne behilflich gewesen. Wieder, danke. Hast eine gute Erholung. Danke ebenfalls. Wiedersehen. 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 Oh, jetzt unsere Ankunft doch telegrafisch an, Mansholt. Das Palasthotel scheint so überfüllt zu sein, dass nicht einmal einen Hausdiener schicken kann. Palasthotel, wo ist denn der Diener vom Palasthotel? Wohin wollten die Damen? Das Palasthotel. Das Palasthotel? Da können Sie aber nicht überlaufen. Das Palasthotel ist komplett. Du siehst, was habe ich dir gesagt? Es ist komplett. Siehst du? Nein, ich meine, das Palasthotel ist komplett. Ja, wir wissen es ja schon, aber können Sie uns nicht ein Fuhrwerk verschaffen? Aber ich sage Ihnen doch, das Palasthotel ist komplett. Ich kann uns sehr mitnehmen. Oh ja. Ja, was ist denn, warum bleiben Sie denn hier stehen? Hä? Aber Sie sollten uns doch zum Palasthotel fahren. Oh, das ist sie. Bitte reden Sie doch keinen Unsinn. Der Bahnbeamte hat doch gesagt, dass das Haus komplett demoliert ist. Ja, das ist schon lang. Ach du meine Güte, was bekommen Sie denn? 15 Schilling. Oh, bitte. Okay. So. Dankeschön. Danke. Gut, danke. Gute Nacht. Geht's gut. Gute Nacht. Moment, ich komme ja eh schon, ja? Kommen Sie nicht herein, meine Damen. So, danke schön. Komm her. Danke, das ist sehr lieb von Ihnen. Ja. Können Sie bitte, können Sie kein Licht machen? Nein, nein, geht nicht, haben wir keinen. Komm, bitte, meine Damen, aber vorsichtig, dem Doktor ist ein Ofenrohr, ja, dass Sie nicht den Kopf anhaben. Und jetzt gleich ist es stehen, geben Sie auf. Die Haube, dann sagt sie, sollen aufpassen, dass es flüssig mit mir rausgehen. Ja, damit da nichts zu kommen. Voll, nicht am Klander anlehnen, bitte. Das ist ein bisschen moist. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen aufpassen. So was geht's. Was ist denn? Was haben Sie denn? Hä? Das war ja die Marianne Kohl. Die Katze heißt Marianne? Ja, die heißt Marianne. Weil sie alles fressen will, was sie nicht gehört. Und weil sie mir erscheinen dürfen, wo sie nicht hingehört. Ich habe einen Zorn auf sie. Das so ist die Marianne? Ja, 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 genauso wie die Frau Holzinger, die Besitzerin vom Grand Hotel. Auf die habe ich auch einen Zorn. Was hat Ihnen denn die Besitzerin vom Grand Hotel böses angetan? Was angetan? Angetan? Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie nicht. Bitte kommen Sie, wenn das alles erklären jetzt. Komm, kein Stiegen mehr, kommen Sie nicht. Geht da gerade aus, ja. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Licht machen. Ja, bitte. So, also Sie sind die neue Besitzerin? Ja. Ja? Nein. Ja, sonst, wie wollen Sie denn das Hotel führen? Das ist ja ganz verschuldet. Das auch nicht. Ja, beim Advokaten war ich noch nicht. Wie ist denn das gekommen, dass das Hotel so plötzlich verschuldet ist? Satan, wer ist denn das? Na ja, die Marianne Holzinger. Die Besitzerin vom Grand Hotel? Die ist ja. Ich glaube, das Gescheiteste ist, wir ziehen uns jetzt einmal die nassen Kleider aus und überschlafen das Ganze.